Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch Call of the Wild, und zwar The Hunter Call of the Wild. So, wir haben hier gerade Jagdbeute gemacht. Ich denke, ja, ich bewege mich mal in Richtung Markierung. Und zwar raus aus diesem Jagddruckgebiet, um diese Bedürfniszone nicht zu zerstören. Denn ich will ja, dass die Population wächst. Auch wenn das bedeutet, dass ich eben nicht jedes Tier hier schießen kann. Weil in diesen Jagddruck, also in diesen Jagdbedürfnis oder in den Bedürfniszonen darf der Jagddruck nicht zu stark steigen. Man sieht hier violett die Färbung ist violett und ich möchte nicht, dass das richtig dunkel purpur wird. Und deshalb ziehen wir einfach ein Stück weiter. So ohnehin ein bisschen eigentümlich, dass die Tiere nach dem Schuss sofort zurückkommen. Ich finde, da könnten die noch ein bisschen was am Feintuning machen. Problem bei der Sache ist natürlich, dass das mit dem Gameplay wahrscheinlich sich ein bisschen stören wird, wenn die Tiere so programmiert sind, dass die eben zu den Bedürfniszonen gehen. Naja, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, den klarzumachen, wenn da ein Schuss fällt, dann ist diese Bedürfniszone tabu. Und zwar für mindestens eine Stunde. Vielleicht wird das Spiel dadurch auch zu kompliziert. Es gibt ja ohnehin schon eine Menge Leute, die sich beschweren, dass man so selten Tiere sieht. Und wenn jetzt noch die Bedürfniszonen ein anderes Gameplay erhalten, ich glaube, dann werden einige Leute protestieren. Gut, wir sind jetzt hier. Ach, wir gehen hier einfach immer. Das sind doch, ja, das sind Weißwedel, ja. Das ist eine Hirschkuh. Was kommt hier? Das ist ein Weißwedelmädchen. Sag mal, da? Ach, das sind auch zwei Mädchen, okay. Gut, wir sind hier außerhalb der Zone. Das heißt, wir könnten hier schon wieder schießen. Und da haben wir unseren Kandidaten. Oh, der ist aber weit weg. Warum ist der so weit weg? Nur so. Okay, im Vorwärtsgehen, das ist ein bisschen heikel. Ja, die ziehen jetzt auch wieder. Ah, die ziehen hier weg, okay. Gut. Ja, ich glaube, ich folge denen nicht. Dann schau mal lieber, ob ich an die Elchkuh rankomme. Ja, da müsste man einen sauberen Brusttreffer setzen können.
Ja, zeigt deutliche Schusszeichen. Ah, wir bewegen uns mal in die Richtung. Ich glaube, das Tier liegt da drüben, oder täusche ich mich? Nee, das könnte noch eine andere Jagddruckzone gewesen sein. Ich meine, es war hier irgendwo. Ja, bei den Brusttreffern ist das halt immer so eine Story. Die Brustmuskulatur scheint wirklich so stark zu sein, dass die Tiere manchmal noch sehr lange oder sehr weit laufen. So, das sollte unsere sein, oder? Nee. Sehr frisch. Oh, der Blutfleck ist ein bisschen. Okay. Ja, hier sieht man diese aufgespreizten Klauen. Ne, hier sind sie wieder normal. Sieht manchmal auch in dem bläulichen Bild so aus. Da staune ich. Also es macht wirklich scheinbar nicht viel Sinn, die Kugel auf die Brust zu setzen. Man muss wirklich quasi hinter die Achsel, die hinter die Achsel setzen. Okay, wir haben Augenwind. Finde ich gut. Was man auch beachten muss, ist, manchmal kommen die Tiere in so einem Bogen zurück. Dann läuft man ihnen quasi entgegen. Und das ist nicht erfreulich. Ja, hier sieht man noch teilweise das plattgewalzte Gras. Wobei ich. Ja, doch, das scheint.
Graben da. Okay. Da ist sie. Glaube ich. Ich denke, wir folgen wirklich am besten der Spur. Ich hoffe, das war unsere. Das ist halt immer so ein bisschen heikel, dann einfach auf ein Tier in der Nähe zu schießen. Aber ich hoffe, es war unsere. Später, wenn man durch diese Infos durch Beobachten dann mehr weiß, also beispielsweise wie groß oder wie schwer vielmehr, da kann man sich das auch ein bisschen geschickter einteilen. Dann sieht man halt, okay, das ist hier eine 360er Kuh und davor war ich aber hinter einer 380er Kuh her. Dann weiß ich, das ist nicht die gleiche. Und shit, es sieht so aus, als wäre es nicht die gleiche, oder? Nee, ist ja eine andere. Ah, Mann. Mach erstmal das. So, die läuft hier lang. Okay, jetzt wird's unübersichtlich, würde ich sagen. Mal schauen, dass wir jetzt die Übersicht nicht verlieren. Ich befürchte nämlich, dass ich jetzt zwei verschiedenen Tieren folge. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, Rennen hilft meist nicht. Man hat natürlich den Wunsch zu laufen, um das Tier einzuholen. Aber das Problem ist, man treibt es damit eigentlich nur vor sich her. Das ist eine Kojotenspur. Vielleicht ist es doch unser Tier. Mal schauen. Ja, die Elche sind wirklich zäh, also das fällt immer wieder auf, wie schussfest diese Tiere sind. Kann man gar nicht vergleichen mit so einem Weißwedel. Deshalb da ein bisschen zu skillen, also den wirklich guten Schuss zu lernen, finde ich eine gute Sache.
So, das ist definitiv unser Elch, würde ich sagen. Denn so dicht, wie wir dem jetzt auf den Fersen sind. Da ist er. Freies Schussfeld, bitte. Ja, man sieht ja richtig, wie er die Spuren hinterlässt. Da läuft sie. So ein Tier von hinten zu erwischen, ist nicht gut. Weil es kann dann sein, dass man einfach nur den Beckenknochen trifft. Und da prallt die Kugel ab, oder? Bleibt stecken. Das bringt uns natürlich nicht weiter. Ich hoffe zumindest, dass wir nicht zwei Tiere angeschossen haben. Okay, hier geht's lang. Ah, das ist ja wirklich ein schwieriges Terrain. Es gibt keine Freiflächen. Ich sehe im Moment auch nicht, dass das Tier noch blutet. Oder? Täusche ich mich? Weil das ist ja nur Kot, oder? Da läuft sie. Okay. Bitte dreh dich um. Ja, genau. Das war der Versuch, Nackentreffer zu setzen. Mache jetzt tatsächlich mal einen kleinen Sprint. Einfach um den Anschluss nicht zu verlieren. Aber das Problem dabei ist, man kann dann auch nicht gut zielen. Ihr seht, dass mein Herz hier schon pumpt. Also das zeigt einmal mehr,
Man muss sich wirklich, wirklich die Zeit nehmen und muss in die Achsel schießen, glaube ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so falsch gelegen habe. Aber ihr seht, was das für eine Plackerei ist. So eine lange Nachsuche. Wieder umgekehrt? Muss ja hier sein. Also gerade bei Elchen muss man dann doch noch mal wahrscheinlich vorsichtiger oder sorgsamer zielen. Das sieht tatsächlich mit dem großen Kaliber nicht zu knacken sind. Ist schon sehr erstaunlich. Wir werden uns mal noch mal ein bisschen eindieseln. Jetzt haben wir nämlich das nächste Ding. Überall Spuren. Kreuz und quer. Und die Verfolgung wird jetzt immer schwieriger. Also das ist wirklich eins der wichtigsten Aspekte, finde ich, in dem Spiel. Diese Balance zu haben zwischen man will viel schießen, man will. Ups, da steht's. Genau, und das ist auch mein Tier. Jetzt versuchen wir nochmal einen ganz sauberen Schuss hinter die Achsel, aber da komme ich halt aus der Position nicht heran. Komm, dreh dich nochmal. Bleibt einfach nicht stehen. Ich kann einen Herztreffer probieren.
Oh, mein Herz pumpt so sehr. Ich muss mich kurz ausruhen. Ich krieg kein ruhiges, sieht man ja, ich krieg kein ruhiges Schussbild. Aber jetzt ist es wieder besser. Ey, das müsste es doch gewesen sein, oder nicht? Das aktivieren. Oh ja, hier haben wir. Hier haben wir unser Tierchen. Die Frage ist nur, wo liegt's? Okay, das ist ein Wapiti, aber darum kann ich mich jetzt einfach nicht kümmern. Ich bin nicht sicher, ob das schon unser Tier ist. Kann doch nicht wahr sein. Ah, da liegt's. Okay. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich befürchte ja, dass wir jetzt es mit mehreren Tieren zu tun haben. Der hat tatsächlich nur einen Treffer. Und zwar den Treffer. Genau, das war scheinbar das Tier, was wir jetzt zuletzt. Okay. Gut. Ja, dann sieht's so aus, jetzt muss ich mich. Müsste ich mich noch um ein anderes Tier kümmern. Okay, das werden wir herausfinden. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.